die Zeit des Wartens mürbe. Ich weiß nicht, ich bin leider nicht der geduldigste Mensch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann an etwas glauben, solange ich noch so unmittelbar davon erfüllt bin. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Abraham, in dem Moment hat er auch wirklich keinen Zweifel gehabt. Aber was ist 10 Jahre später? Also 10 Jahre auf was warten? Oder länger? Also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ja, das braucht bei mir gar nicht immer 10 Jahre. Das ist ja auch nicht immer so schwarz-weiß. Wenn ich den Abraham an dieser Stelle, wo er gerade lacht und so, wenn ich ihn gefragt habe, sag mal, Abraham, glaubst du nicht an Gott? Würde wahrscheinlich, nee, doch, doch, doch. Und so geht es mir doch auch, ich kenne das ja auch. Grundsätzlich, ja, ich traue Gott alles zu und ich glaube ihm, ich lebe, ich kann auch schöne Geschichten erzählen, wo er mir weitergeholfen hat und mir durchgeholfen hat. Ich denke voriges Jahr an eine schlaflose Nacht, wo ich dachte, mache ich so falsch, lieber Gott. Ja? Und es war eine buchstäblich schlaflose Nacht. Gott hat mir durchgeholfen. Ja, klar, grundsätzlich glaube ich das schon, aber es muss immer wieder durchgekaut werden, durchprozessiert, durchdacht werden. Ich muss mich immer wieder neu drauf besinnen und auch neu dafür entscheiden. Das ist kein Automatismus, einmal für immer.